Was geht hier ab? Ich bin so gespannt. Bring mich rein, Scotty. Junge, wie er den gefinisht hat, war so crazy, Bro. Digga, die drei Titans sind zurück. Er gibt ihm seinen Kameraschutz wieder. Den hat er abgerissen. Ach so. Eine versteckte Botschaft. Ich weiß, sollte nicht anhalten. Wir gucken rein. Was? Bro, geh rauf da, Mann! Junge, was ist das für eine... Was? Was heißt das? Gib ihm! Nein, er hat ihn nicht gekriegt! Da ist das Dreckschwein! Das ist das Dreckschwein! Er ist reingekommen. Er ist in der Base drinne. Let's go! Let's go! Rein in die Base! Sie sind in der Skibidi Toilet Base. Nein, Speakerman! Bro! Oh, es rippt, Mann. Nicht cool. Aber der kann wieder hergestellt werden, Freunde. Wer ist das? Es gibt was zu erledigen? Hat sich gerade die Flagge da geändert? Ich habe das Gefühl, in dieser Folge steckt mehr drin, als man denkt. Freunde, wir gehen natürlich jetzt rein in die Analyse. Ich bin sehr gespannt, was wir finden. Let's go. Bro, zu wilder Film, was hier ging. Also wirklich, wirklich krass. Die Botschaft hören wir uns natürlich nochmal an. Wir gucken das Ganze gleich nochmal rückwärts. Jetzt auch interessant, dass beide Charaktere hier sind. Dieses blaue Funkeln da drin, ich check's immer noch nicht. Ist dein Speaker kaputt? Oder was ist da los? Ehrenmann. Zwei Sachen, sagt er. Und jetzt wird's richtig crazy, Leute. Jetzt wird's verdammt nochmal crazy. Sehe ich hier falsch? Drei G-Mod-Toilets? Also, Bro... Digga, guck dir mal sein Gesicht an. Er weiß jetzt ganz genau, was der Rip ist. Der Typ ist so ready. Das sind drei Endgegner. Also praktisch der hier und zwei weitere. Ja, und die da oben, die sind eigentlich schon easy clean. Man sieht mittlerweile, was für kranke Waffen die haben, ne? Der hier mit den ganzen Sägen. Der hier hat, Alter, 16 Raketen in seinem Raketenwerfer. Ist das eigentlich sein Ernst? Was ist das? Junge, da sind das... 12 Laser? 2, 4, 6, 8, 10, 11 Laser. Bro, what the hell? Was ist das denn? Und die sind so ready. Er geht direkt rein. Warte mal ganz kurz. Wir gucken einmal in seinen Bildschirm. Sind das mehrere Roboter da drinne? Da, der Fernseher lacht. Der Fernseher denkt sich so, der Fernseher ist, ich weiß, ist das Uwu? Ja, und der ist richtig sauer. So, also vier verschiedene TVs, die verschiedene Emotionen haben. Dann das hier. Sie geht halt einfach hin. Warum macht er diesen? Weißt du nicht, was du machen sollst oder was ist dein Problem? So, natürlich geht's jetzt erstmal rein. Das hier sehr crazy. Was? Hat er was gesagt? Warte mal. Er hat was gesagt. Es gibt eine Secret Message von The Frick Boom. Das hier ist der richtige Wissenschaftler, oder? Prägt ihn euch gut ein. Der ist nämlich eigentlich gar nicht so groß, oder? Das hier ist der richtige. Scientist Toilet lebt. Ich hab's gesagt. Ich hab's gesagt. Letztes Mal, es gab Leute, die haben Müll geredet ohne Ende. Ich hab euch das allen gesagt. Die Leute, die es nicht geglaubt haben oder nicht wussten. Ich habe es gesagt. Er ist noch am Leben. Es war obvious. Drecksack. Junge, die Raketen, ne? Die hätte man ihm mal richtig gönnen sollen. Und der haut hier anscheinend in die Base ab. So, Moment mal. Einmal ans Plakat gucken. Stopp. Da steht Ektia. Ich weiß noch nicht. Ich kann es noch nicht so ganz übersetzen. Warte mal. Warum zur Hölle war dieser Schaltkreis hier gerade grün? Ist immer so ein Zeichen für den Frick Boom so mäßig. Okay, das ist auch wild, Digga, wie die hier alle reingeflogen kommen. Die sind so ready zum Attacken. Ist einfach geisteskrank. Und wer ist er? Ist das der Wahre? Ja. Es ist der Allerechte.
Das hier ist Plunger Man. Und zwar der Plunger Man. Und der hat ihm seinen Pümpel zurückgegeben aus Respekt. Die Ehre, die dahinter steckt, Leute. Ganz wichtig. Warte mal. Was ist... Der guckt hier schon wieder so komisch. Seht ihr das? Der guckt so merkwürdig in die Kamera. Da stimmt irgendwas nicht. Ich habe ein ganz ungutes Gefühl bei dem, weil auch gerade der Schaltkreis und so hier so komisch war. Es geht rein, aber was zur Hölle soll das bedeuten? Sind das kyrillische Zeichen? Was zur Hölle kann das sein? Ich werde das mal durch den Übersetzer jagen und wir gucken mal ganz kurz. Wie man sehen kann, heißt dieses Wort Tintenfisch. Und ich habe mir die Sprache schon gedacht, nämlich Griechisch. Ich bin ja selber öfter in Griechenland, Leute. Das heißt auf Griechisch Tintenfisch. Jetzt darf ich mir folgende Frage stellen. Was soll Tintenfisch bedeuten? Und warum steht das hier auf Griechisch? Das ist sehr interessant. Ist der Freakboom etwa ein Grieche? Kann ich mir irgendwie nicht so vorstellen. Aber Sachen gibt's. Jetzt werden wir uns natürlich mal mit dem beschäftigen und das zurückspulen. Da bin ich super gespannt. Oh, wow, 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 wow. Was hat das hier zu bedeuten? Es wird sich jetzt die Frage klären, ob der Freakboom gut oder böse ist. Ich bin mir sicher. Weil das, was er sagt, muss etwas bedeuten. Sehr crazy. Digga, der links, so ein sasser Dude. Kann das sein, dass der Freak Boom vielleicht die Schalltafel gehackt hat, damit die Tür offen bleibt? Hören wir mal genau rein. Look to the left. Schaue nach links. Und dann schaut er nämlich nach links. Und dadurch wird die Scientist Toilet entdeckt. Kann das sein? Das heißt, der Freakboom ist ein Guter. Er ist nicht böse. Jetzt ist es absolut confirmed, dass er definitiv auf unserer Seite ist. Gott sei Dank. Gott sei Dank. Crazy. Was sagt Upgraded Cinema Man? Ich guck nochmal nach links. Da oben ist halt nur eine Base, so eine kleine. Sieht man hier oben, aber ansonsten nichts. No stopping. Kein Stoppen. Dieses Mal, sagt er, gehen wir rein. Putz. Weißt du, wie ich meine? Nämlich mal aufs große Ganze einfach mal wegschlitzen. Er hat ja sogar auch ein Schlitzgerät. Nämlich ein Schwert. So ein Ding. Was? Das konnte ich absolut nicht, also gar nicht verstehen. Ich muss nochmal. Das hört man sehr, sehr schlecht. Ich muss das nochmal ein paar Mal analysieren, Leute. Also ich habe es jetzt echt Ewigkeiten analysiert. Aber ich habe keine Ahnung, was das bedeuten soll. Leute, schreibt es mal gerne in die Kommentare, was das heißen soll und was ihr von dieser Folge haltet. Ich bin sprachlos aktuell, ne? Hashtag Schlitz, wenn ihr genau wisst, dass die nächste Folge geisteskrank heftig wird. Komm, was geht hier? Nein, nein, nicht nochmal die Situation von vorne. Muss das sein? Ich habe schon genug gesehen. Oh, nee. Nein, Bro! Titan-Speaker-Man! Oh mein Gott! Digga, mach was! Er hat seinen Arm abgeschnitten! Er schlägt sich selber noch eine rein! Nein, Mann, Digga, die werden so abgefarmt, Mann! Das kannst du mir nicht erzählen! Ey! Ja!
Da denkt man einmal. Erkannt. Hä? Bro, was bildet sich da? Er ist zurück! Er kommt wieder! Endlich! Yes! Ja, das war klar, dass der gleich wieder einen Abfatzer macht, ne? Das war's. Das war's für die Wissenschaftler. Einer muss jetzt draufgehen! Einer stirbt jetzt mal! Von den Bösen! Die Scientist Toilet ist weg! Bruder, das Video aus, also von den Göttern. Ich sag euch, wie es ist. Was ging da denn gerade ab? Ich habe ein paar Secret Messages gehört. Irgendwas hier rückwärts und so weiter. Das gucken wir uns natürlich im dritten Durchlauf nochmal an. Wir schauen jetzt erstmal in die Analyse rein und gucken mal, was, also. Digga, ich bin sprachlos. Hashtag sprachlos auch in die Kommentare. Hashtag TitanTVMan in die Kommentare. Ne, wenn ihr meine Situation fühlt und wenn ihr euch freut, dass TitanTVMan wieder da ist. Wir gucken mal rein. Okay, ich habe mir jetzt mal einen Chai Latte besorgt. Das hier ist klar, ne? Also die Zunge da. Pack die mal wieder in der Scheune, Bro. Junge, diese stinkende Toilette da oben, hier genau den, wie der immer wegläuft, wenn irgendwas passiert, ne? Und jetzt hier macht er den richtig dicken so. Oh yo, ich bin die Boss-Toilette. Und dann hält er ihn fest, wenn die zu zweit den bearbeiten oder was. Und dass er sich selber durchsägen will. Absoluter Ehrenmann, Titan Speaker, Leute, absoluter Ehrenmann. Hier passiert aber noch im Laufe der Folge was wir uns hätten bisher noch nicht vorstellen können. Guck, wie er ihn versucht abzulenken, ne? Und er, nein! Und dann will er sich weiter durchsingen und da ist schon was fast durch. Fast ist das schon RIP. Und er schneidet mit dem Messer seinen Arm runter. Das ist so eine geile Aktion und er schlägt weiter auf sich ein. Und hier, ganz komisch, jetzt fängt es an, dass der Titan Cameraman böse wird. Er geht auf Titan Speaker los, mittels diesem Fernseher da. Der will auf ihn schießen. Und jetzt sieht man's. Jetzt greift er ihn an und tritt ihn auf den Boden. Jetzt eine hässliche Lache an, Mann. Und da denkt man so, yeah, Mann, Raketenwerfer, Bro, er hat zufällig zwei dabei. Na klar, warum nicht? Natürlich geht der Bildschirm nicht kaputt. Aber warte mal, ich wusste gar nicht, dass sein Auge so komisch aussieht. Was ist denn da passiert? Seit wann ist denn das so? Sein Auge hängt ja so richtig komisch raus, ne? Aber hier. Ein Tornado bildet sich. Leute, guckt euch mal das im Hintergrund an. Das irgendwie sind so Wolken oder sowas. Als wäre das eine andere, wirklich eine andere Dimension. Seht ihr das? Skibidi, ich muss mal direkt Lohos Milch holen, sagt er sich. Guck dir sein hässliches Gesicht an. Irgendwann kriegst du noch den absoluten Overkill-Slap in dein Gesicht. Direkt durchgezogen. Eins muss ich ihm lassen. Eins muss ich dem lassen, Leute. Auch wenn der weiß, der ist gleich völlig dead. Der wird gleich so auseinandergenommen, steht er da sein Mann. Er steht da und sagt, Digga, let's go. Weißt du? Und irgendwie... Digga! Da gibt's erstmal direkt einen Slap. Was ist das für eine krasse Waffe? Wir gucken uns den mal an. Ich muss mal ganz kurz da ein bisschen näher reingehen. Hier ist ein bisschen heller. Bro, der hat jetzt Bildschirme am Arm. Seine Klauen sind wieder da. Seine Monitore. Hier ist einer, da ist einer. Digga hat ein neues Schwert. Er hat einen Energiekern, der geisteskrank ist. Was zur Hölle
Haben die mit denen gemacht? Bro, hat der jetzt Upgrade bekommen zu 8K oder was? Guck, wie der reinscheppert, ne? Alter, 1, 2, 3, 4, 5, 6 Monitore. Das ist die sechsfache Power wie vorher. Wobei man sagen muss, er hatte, glaube ich, 2 vorher dann. Da sein Bauch irgendwo vielleicht noch oder so. Direkt gegrillt. Und RIP, der Finisher. Scientist Toilet ist ein für alle Mal besiegt. Dass ich das noch erleben darf. Oh Bro, guck dir das Ding an, ne? Das Ding ist direkt durch sein Gesicht durchgegangen. Komisch. Ich finde das sehr komisch, dass das jetzt so aussieht. Ich weiß nicht, Leute. Mir sieht es ja jetzt nicht irgendwie danach aus, als würde der Scientist hier von einem Doppelgänger oder so eingenommen worden sein. Ihr könnt aber trotzdem mal in die Kommentare schreiben, was ihr glaubt. Weil für mich kam das jetzt ein bisschen einfach rüber, aber irgendwo war es natürlich auch mal notwendig. Einer musste draufgehen. Glaubt ihr, dass es hier jetzt wirklich ein Doppelgänger gewesen ist oder war das ein für alle Mal der Scientist is dead? Es kann ja auch sein, dass er sich vorher geklont hat, das wissen wir nicht. Der Typ ist zu allem fähig. Der hat jede Technik kopiert, der hat jedes Skibidi Toilet anscheinend erstellt, die jetzt neu war, glaube ich zumindest. Und er hatte ein Labor. Er könnte in dem Labor sich auf jeden Fall selber gezeugt haben, weiß man nicht. Und da hat er was gesagt. Das hören wir uns gleich nochmal an und gucken das ganze Ding rückwärts. Leute, bisher war es zu krass. Wir steppen direkt rein, würde ich sagen. Alright. Was haben wir hier? Was sagt der? Digga, es kommt mir vor wie so ein Science-Fiction-Film. Was hat er gesagt? Er hat da was gesagt. Wir hören noch mal genau hin. Sehr schwierig zu erfahren. Ich muss doch mal gucken. Your life will end vielleicht? Irgendwie dein Leben wird jetzt enden. Könnte sein. Junge, dieser Fight zu krass. Where are you going? Hat er auf jeden Fall gesagt. Where are you going? Wahrscheinlich zu der G-Man-Toilette. Zweiter Satz, where are you going, wo er weggelaufen ist. Wir gehen nochmal rein, wir hören uns das nochmal an. Ich denke, ihr werdet dabei, also da mit mir sein. Where are you going? Ja, doch, das passt. Okay, where are you going? Er sagt also zum Boss hier, wo willst denn du hin, ne? Und ich glaube, er hat es auf ihn abgesehen. Weil jetzt, würde ich sagen, ist der Titan TV mal mit Abstand der stärkste Charakter. Aktuell. Your life will? Ich weiß nicht, er sagt da noch was, als sich dieser Sturm öffnet. Dein Leben wird enden. Your life will end, maybe? Ich weiß es nicht. Aber Bro, können wir nochmal ganz kurz über diesen Sturm reden? Seht ihr das da drinnen? Im Hintergrund ist gar kein Sturm. Da, wo der Typ ist, ist ein Sturm. Was bedeutet das? Also der Titan TV-Man wusste es schon im Vorhinein, ne? Und er ist auch der Einzige, glaube ich, der so rückwärts redet, regelmäßig, ne? Also der Titan TV-Man ist der Einzige, der so kommuniziert. Das muss man auch mal im Hinterkopf betrachten. Hier die Lache, man kennt sie. Geil repariert, Bro.
Das hier auch, ne? Das, Leute, das fühlt sich an, als wären das zwei Brüder. Der eine rot, der andere blau. Titan Speakerman mit Speaker, Titan Cameraman mit Cameras. Es fühlt sich an, als würden hier zwei Brüder sich gerade irgendwie, ne, beschützen. Also zwei Brüder werden hier so. Der eine will den anderen immer beschützen. Keine Sprache, keine Stimme, sonst nichts. Freunde, puh,